Heute ist ein ganz wesentlicher Tag. Heute ist nämlich der internationale Tag der Kinderrechte. Und darum freue ich mich sehr über meinen heutigen Studiogast, den Direktor der Volkshilfe Österreich, Erich Fenninger. Grüß Gott. Guten Tag, danke für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr. Man muss wirklich sagen, eigentlich müsste jeden Tag darüber gesprochen werden, aber sagen wir besonders in dieser Woche vielleicht, oder? Sie haben eine ganz grandiose Aktion gestartet, auch vor dem Parlament. Wie hat die ausgesehen? Also wir waren heute dort, eben aufmerksam zu machen auf diesen internationalen Tag der Kinderrechte. Das bedeutet, dass wir eigentlich in der Erziehung sind, für unsere Kinder das Bestmögliche zu tun, dass sie materiell gut versorgt sind, dass sie gut wohnen können, dass sie mit Essen ausgestattet sind, auch mit Begehrung, der zweite Teil, dass die Kinder einfach teilhaben sollen, dass sie mit Selbstwirksamkeit lernen, dass sie ausreichend sich bilden können und dass sie gesund erhalten werden. Und das ist ein Kampf, den man natürlich weltweit führt, aber in Österreich geht es ja auch darum, dass man insbesondere auf die armutsbetroffenen oder armutsgefährdenden Kinder schaut. Das sind doch 376.000 Kinder und Jugendliche, also jedes fünfte Kind, kann man sagen, hat hier eine Unterversorgung. Und deshalb orientieren wir uns jetzt an die Regierungsverhandler, an die drei Parteien, dass man jetzt die historische Chance hat, die Kinderarmut in Österreich zu beenden. Und ich hoffe, das berücksichtigen Sie, beherzen Sie, um hier einen Gamechanger auszulösen. Und da kommt natürlich die Kindergrundsicherung ins Spiel. Genau. Was kann man sich darunter vorstellen? Das kann man sich vorstellen, dass wir gesagt haben, also dass es eigentlich drei Säulen haben sollte. Das erste ist, dass man die soziale Infrastruktur für Kinder einerseits ausbaut. Denken wir an die Kinderbetreuungseinrichtungen oder Bildungseinrichtungen, die wir zu wenig haben. Wenn man ländliche Regionen sieht, da gibt es eine definitive Unterversorgung. Dass man es aber auch günstiger wieder macht. Also wir erinnern uns vielleicht, dass wir hören, in den 70er Jahren, 80er Jahren war die Schule quasi gratis. Mittlerweile sehen wir, dass die Schulkosten so angestiegen sind. Wir haben noch vor wenigen Jahren gesagt, ein Schuljahr kostet 800 bis 1100 Euro. Jetzt sind wir schon zwischen 1500 und 2000 Euro. Also das sind die ganzen Schulkosten von Beginn an im September, die Schulveranstaltungen etc. Also das wäre mein ein Bereich, Ausbau und eine Schule ohne Rucksack, also günstiger machen. Das zweite wäre, dass man alle Kinder sozusagen wirklich gut unterstützt. Wir kennen ja die Familienbeihilfe, aber dass es einen Universalbetrag gibt für alle Kinder in Österreich, die hier leben. Man hat ja die Familienbeihilfe beispielsweise nicht kaum valorisiert. Das bedeutet, wenn man vor 20 Jahren Kinder hatte, wurden die deutlich mehr mit der Familienbeihilfe unterstützt als heute. Und das würde einen Rieseneffekt auch in der Mittelschicht auslösen. Also mit Einkommen, die nicht astronomisch hoch sind. Also ein Beitrag für alle Kinder gleich, dass man es unterstützt. Und der dritte Säule ist, dass man die armutsbetroffenen Kinder, also die armutsgefährdeten Kinder, wirklich noch einmal finanziell unterstützt, damit sie sich auch entfalten können. Von welchem Betrag reden wir da? Ich glaube, Sie haben das ja sogar getestet, oder? Eine Art Pilotprojekt gemacht. Genau. Wie hat das gewirkt und von welchem Betrag, welcher Betrag würde es Sinn machen? Ja, also ich versuche vielleicht den ersten Teil zu beantworten. Also wie hat es gewirkt? Also einerseits müssen wir feststellen leider, dass die Kinder, wenn sie in Armut leben, unterversorgt sind. Zum Beispiel, dass die Kinder sprechen, plastisch gesprochen, von der Toastbrotzeit am Ende des Monats, wo die Eltern zu wenig Geld haben, sie ausreichend zu ernähren. Dass sie sozusagen oftmals in überbelegten Wohnungen leben, im Winter immer untertemperiert, weil man das Heizen sie nicht leisten können und bei oder in der Teuerung sozusagen ist es noch einmal schwerer, dass sie auch mit Begehrung zu mangelhaft ausgestattet sind. Gerade im Winter haben sie maximal eine Winterjacke, wenn die nass wird, also dann haben sie ein Problem. Das zweite ist, dass die Kinder alle, die arm sind, sagen, ich bin nie dabei. Ja, also ich kann nicht teilhaben, was weiß ich, im vorschulischen Bereich. Ne? Also sie können nicht in einen Sportverein gehen, weil der einfach so was kostet oder tanzen, Musik machen, was auch immer. Dass sie natürlich in der Schule auch benachteiligt sind. Die Eltern haben meistens eine geringere formale Bildung, sind damit nicht in der Lage, sie so zu unterstützen. Sind hochgradig belastet in der Schule, weil sie Sorgen zu Hause haben. Sie erleben, dass sie unterversorgt sind und fallen dann früh raus. Und gesundheitlich manifestiert sie das, sieht man auch in der Zusammenarbeit mit den Ärzten und Ärztinnen sehr früh. Das heißt, die haben allesamt chronische Erkrankungen, das psychisch bedingt ist und nicht organisch bedingt.
Also das ist so die Situation. Und das ist damit auch erklärbar, wenn die Kinder selbst nicht glauben daran, dass es ihnen besser geht als den Eltern, dass sie es schaffen, aus dieser Armutsgefährdung selbst rauszukommen, dass sie auch Wünsche nicht artikulieren können, dass sie Interessen nicht artikulieren können, weil sie wissen, dass die Eltern das Geld nicht haben, dann sind sie weniger selbstwirksam. Dann sind sie isoliert, anstatt mit anderen Kindern sie also zu spielen oder sie zu ertüchtigen. Also das haben sie weniger als andere Kinder. Und damit wird es auch erklärbar, dass sie tendenziell, sieht man in einer Langzeitstudie, die Arbeitslosen von morgen werden, die prekär beschäftigt sind, gering verdienen oder Sozialhilfe beziehen. Und die Kosten für die Republik Österreich sind errechnet worden, 17,2 Milliarden sind die Folgekosten von Kinderarmut. Also eigentlich ist es volkswirtschaftlich auch vollkommen absurd. Nicht nur Feindseligkeit gegenüber den Kindern, die also nichts dafür können, dass die Eltern zu wenig Geld verdienen. Also das ist der eine Punkt. Dann haben wir die Kindergrundsicherung, so wie Sie gefragt haben, implementiert. 2 Jahre lang haben wir das ausgetestet und haben jene Kinder, also die armutsbetroffene Eltern haben, je nach Einkommens unterstützt. Also das waren manchmal 90 Euro, durchschnittlich 300 Euro. Und das hat substanzielle Veränderungen gebracht. Also wenn ich jetzt wieder die Beispiele nenne, die Kinder haben gesagt, es gibt keine Toastbrotzeit mehr. Ja? Oder wir sind dabei. Ja? Mhm. Wir dürfen auch einmal in 2 Wochen vis-à-vis von der Schule ein Kipferl kaufen gehen, wie alle anderen auch. Sie haben auch begonnen, Wünsche auszusprechen und vor allem Interessen. Also zum Beispiel, ich möchte gern Fußball spielen, haben Fußballschuhe bekommen dann und sind in einen Sportverein gegangen oder in einen Musikverein. Und das baut Freunde, Freundinnen auf. Sie haben plötzlich mehr Freunde, sie erlernen in der Beziehung Selbstwirksamkeit, sind in der Schule fitter, ja, weil sie dort mehr mitkommen. Und dadurch, dass sie gesünder sind, weil die chronischen Erkrankungen und die Symptome zurückgehen, haben sie weniger Fehlzeiten, kommen in der Schule mit. Und das hat eine Riesenwirkung. Also wenn man jetzt sozusagen anschaut, in Deutschland gibt es eine Riesenstudie, dass eben die armutsbetroffenen Kinder nach 25 Jahren sind die begleitet waren, eher tendenziell schlechte Einkommen haben, brüchige Erwerbsbiografien haben, arbeitslos werden oder Sozialhilfe beziehen, dann kann man hier wirklich die in der Zukunft also vollkommen andere selbstwirksame Erwachsene haben. Und das ist ja das Ziel von uns allen. Und das haben wir erprobt. Und jetzt zur Frage der Umsetzung. Also man könnte das so sagen, also einerseits sollte jetzt die Regierung, wenn sie sich findet und in der Koalition dann gemeinsam wirken wird, in ein Koalitionsabkommen reinschreiben, dass man die Bildung und die Kinderbetreuungseinrichtungen ausbaut. Einerseits aber auch sie von den Kosten her senkt. Das würde eine Wirkung auf alle Kinder und Familien haben, die ohnehin extrem durch die Teuerung belastet sind. Das Zweite wäre, dass man für alle Kinder eben diese Grundsicherung aufbaut und für die Armutsbetroffenen umso mehr. Und wenn man sich sagt, also was würde das kosten, wären es tatsächlich 1,2 Milliarden mehr Ausgaben. Also ist natürlich immer schwierig in einer Zeit, wo eigentlich wir extrem angewachsene Staatsverschuldung haben. Aber wir müssen auch erkennen, dass wir hier investieren. Weil jetzt in der Situation sind wir 17,2 Milliarden für die Folgewirkungen, also gegenüber 1,2 Milliarden ist immer schon eine Riesendifferenz. Und das würde vielleicht nicht in einem, aber in einigen wenigen Jahren eine Riesenreduktion eigentlich der Folgekosten bewirken. Und es wird ja dennoch ganz viel Geld ins Ausland geschickt. Sie machen das ja schon ganz, ganz lange, glaube ich. Wie lange sind Sie schon bei der Volkshilfe tätig? Ja, schon fast das halbe Leben lang. Also ja. Zuerst in der Volkshilfe Niederösterreich, Burgenland, Geschäftsführer und jetzt auf Bundesebene bin ich schon 15 Jahre. Das heißt, Sie sehen wahrscheinlich auch und denken sich wahrscheinlich manchmal, warum wird nicht mehr für die eigenen Leute getan? Kann man das so sagen? Da ist ja auch oft, Geld wäre manchmal da, oder? Wird aber für Projekte verwendet, wo man sich denkt, schade, dass man nicht hier mal ansetzt, oder? Ja, ich glaube, dass Österreich natürlich einerseits, das ist ja positiv, zwar schon ein gewisser Sozialstaat ist, der vor allem reich ist im Verhältnis zu anderen Ländern, aber dass wir schon erkennen, dass die Finanzmittel, also unsere Steuermittel, manchmal nicht richtig eingesetzt werden, aus unserer Analyse heraus. Das heißt, wir haben verschiedenste familienbezogene Leistungen, wenn wir bei den Themen bleiben. Die sind aber oftmals intransparent, sie wirken nicht
ausreichend. Und die Idee wäre einfach, die Mittel, die sozusagen über Steuern hereinkommen, besser zu lenken, dass es eine Wirkung erzeugt. Und wenn wir diese Kindergrundsicherung einführen würden, wäre einerseits gegeben, dass also die Kinder von Eltern bis hin zur mittleren Mittelschicht wirklich substanzielle Verbesserungen haben, die Einkommen sozusagen für die nicht ausreichen, um die Kinder ausreichend zu finanzieren, also für die Ärmeren tatsächlich ein großer Gewinn wäre. Und wir könnten eben eigentlich Kosten senken. Und wenn ich das nur vielleicht sagen darf, interessant ist, dass oftmals auch Betriebe und Firmenchefs, Chefinnen auch erkennen, dass es für sie sogar ein Nutzen ist. Nicht? Wenn wir wissen, dass wir eigentlich tendenziell mehr Menschen sozusagen selbstwirksam in den verschiedensten Bereichen tätig sind und wir Arbeitslosigkeit haben, dann könnte man die minimieren, wenn unsere Kinder einen längeren Bildungsweg durchlaufen können. Wie realistisch ist das derzeit? Was merken Sie davon seitens der Parteien? Wäre das umsetzbar? Ist man da eher, geht man da in die Richtung oder haben Sie Bedenken, dass das irgendwie wieder fallen gelassen wird? Nein, ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil erstens einmal, Kinderarmut hat es immer gegeben, ja. Aber das Problem hat es in den letzten Jahren verschärft. Und es ist, glaube ich, uns gelungen, als Volkshilfe das Problem zum Thema zu machen. Wir haben aber auch konsequent an einer Lösung gearbeitet. Es nutzt nichts, nur zu jammern, dass es armutsbetroffenen Menschen schlecht geht oder nur mildtätig karitativ zu sein. Wir wollen ja verändern und für die Kinder da sein. Und jetzt, denken wir, gibt es die drei Parteien. Und wenn man sie beim Wort nimmt, und wir haben ja gehört über die Medien, also es soll Leuchtturmprojekte geben, es soll wirklich Perspektiven gegeben werden, es soll was verändert werden, substanziell, nicht so weiter wie bisher, dann wäre das ein Leuchtturmprojekt. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass diese drei Parteien, wird es schwer, vielleicht anders agieren als oftmals bei Koalitionsbildungen, wo man das Gefühl hat, die eine Partei hätte das anzubieten, die nächste anderes. Und man fährt dann mit einem Rasenmäher drüber. Oder man könnte sagen, am Anfang sind es Leuchtturmprojekte und am Schluss sind es Grablichter, davon hat niemand was. Und wenn man das als Leuchtturm auch konstruieren würde, sagt, okay, das wäre wirklich ein Gamechanger, der für die Kinder was bringt, für die Gesellschaft was bringt, Kosten senken würde, die Folgekosten, die ich benannt habe, dann wäre es tatsächlich ein riesen Gamechanger. Also ich bin schon optimistisch, wenn sie es ernst nehmen, die drei Parteien, dann wäre das tatsächlich ein Leuchtturmprojekt für Österreich. Haben Sie ein Schicksal vielleicht im Kopf, wahrscheinlich einige, die Sie wirklich bewegt haben, wo Sie sich denken, Wahnsinn, dass da vielleicht nicht mehr passiert oder dass es das in Österreich tatsächlich gibt? Ja, beispielsweise, mit denen habe ich nicht gerechnet, also dass in Österreich tatsächlich Kinder mit der Ernährung am Ende des Monats mangelhaft unterstützt werden. Ja. Also das hat mich schon sehr verwundert. Also in dieser Intensität hat natürlich auch was mit der Teuerung zu tun. Das Zweite auch, also diese Basics, ja, die Lebensvoraussetzungen, die Wohnungen überbelegt, untertemperiert, also das ist schon heftig. Wo also dann auch Kinder sagen, boah, das ist toll, sie war mal bei einem anderen Kind zu Gast, nicht? Dort ist so schön warm und bei uns ist immer kalt. Also das sind schon Dinge, die bewegend sind und die man vielleicht der eine oder andere nicht vermutet in Österreich, weil er eine andere Gesellschaftsgruppe lebt. Also wir begegnen diesen Menschen auch nicht, aber sie sind real. Das Zweite, glaube ich, ist diese gesundheitliche Schädigung, dass Kinder merken, dass die Eltern sich schwer tun, dass das Geld mangelhaft ist. Man redet zwar immer über das Geld, aber man hat keines. Und dass die Kinder dann anspruchslos werden und eigentlich sich abfinden, logischerweise mit dieser Realität. Man hört auf zu träumen, kann genau, man sagen, sie oder? Haben keine Was Träume. Kinder doch eigentlich haben genau. sollten. Und wir brauchen Träume und die Kinder brauchen vor allem auch, dass sie Interessen verwirklichen können, weil ein Interesse braucht einen Willen, eine Energie, wo wir als Kinder uns erproben und damit auch lernen. Und wenn mir das fehlt, dann ist es nicht kein Wunder, dass ein Bildungssystem weniger weit komme, sozusagen als andere Kinder. Also das bewegt mich, was uns, wir haben schon hohe Erwartungen gehabt, wie wir die Kindergrundsicherung ausprobiert haben, von Vorarlberg bis nach Wien, bei Familien, dass die Wirkung so schnell einsetzt. Das war, also das war schon beeindruckend, also erstmal nach einem, zwei Quartalen
wir haben wieder ausreichend zu essen, wir können mehr lachen, wir unternehmen was als Familie, die Eltern gehen auch aus ihrer Isolation raus. Also das war überraschend. Auch überraschend war, dass die gesundheitliche Konzentration sich eigentlich in einem halben Jahr extrem verbessert. Also sie haben weniger Kopfschmerzen, Bronchitis, Bauchschmerzen, also haben damit weniger Fehlzeiten. Also das war ein Rieseneffekt, das so in der Form vielleicht nicht gesehen wurde im Vorfeld. Und dass die Zuversicht steigt. Also wir messen momentan, dass Kinder, hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben, beispielsweise 17% der Kinder machen sich Sorgen, was die Zukunft betrifft. Also das hätte es in den 80er, 90er Jahren nicht gegeben. Und 31% der armutsbetroffenen Kinder. Also das sind schon Verschiebungen, wo die ältere Generation sagt, okay, da ändert sich was, weil ich hätte das nicht so für mich gesehen. Also wir hätten einen Hebel, also allen Kindern sozusagen, alle Kinder ausreichend zu unterstützen, das kann sich Österreich leisten. Im Gegenteil, innerhalb von wenigen Jahren würden die Ausgaben sogar geringer werden. Es bleibt sehr zu hoffen, damit Kinder wieder Kinder sein können, oder? Genau. Kann man so sagen. Herr Fenninger, wie kann man denn jetzt, wenn man das gerade sieht, vielleicht derzeit die Familien unterstützen? Was macht denn auch die Volkshilfe? Jetzt kommt ja auch Weihnachten, auch für viele wahrscheinlich dramatisch, wenn man weiß, man kann dem Kind nichts kaufen, auch wenn die Kinder das vielleicht schon kennen, man kriegt nicht wirklich Geschenke, gehört es doch einfach dazu, oder? Wie kann man unterstützend werden? Ja, es wäre traumhaft, wenn Menschen, die uns jetzt zusehen, vielleicht inspiriert sein und zu spenden, das kann man tun. Also wir arbeiten von Vorarlberg bis Wien also mit armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen. Wir unterstützen sie tatsächlich, das Geld kommt an. Also entweder in die Gesundheit investieren wir, in die Bildung investieren wir und jetzt vor Weihnachten auch natürlich, dass Kinder auch einmal geschenkt bekommen, weil sie wissen, dass der Weihnachtsbaum oftmals Wunschtraum bleibt und da gleichzeitig Geschenke kaum möglich sind. Also das wäre toll. Wir unterstützen sie auch längerfristig, also dass das nicht nur ein Tropfen am heißen Stein ist, sondern wir begleiten dann Kinder. Und wir sehen durch auch die Sozialarbeiterinnen, dass das tatsächlich für die Kinder eine extreme Verbesserung ist. Also wenn man was wünschen darf, sozusagen wäre, dass vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere sagt, ich spende der Volkshilfe, also man kann auf die Homepage volkshilfe.at kommen. Das wäre großartig. Sehr schön. Herr Fenninger, Geld kommt an bei den Kindern. Eben, das ist eben ganz, ganz wesentlich. Herr Fenninger, vielen Dank auch für Ihre Arbeit, die Sie schon so lange machen, eben für das Gute. Dann hoffen wir sehr auf die Regierung, mal wieder, oder? Genau, und dass etwas geschieht, damit Kinder weiter träumen können. Danke Ihnen. Danke.